Doch, einmal noch näher unsere Wölfe kennenzulernen, begeben wir uns nach Sonsbeck, in die Wolfauffangstation. Dort lebt und arbeitet Joost de Bruin. Der ausgebildete Hundetrainer und Tiertherapeut hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Seminare und Veranstaltungen vor Ort den Menschen die Angst vor den Rückwanderern zu nehmen. Er lebt dort mit 12 Tieren zusammen und berichtet mir telefonisch von 2 Wolfswelpen, die seit Mai dort leben. Wenn ich also zu spät anreisen würde, seien die wahrscheinlich schon wieder ein ganzes Stück gewachsen. So warten wir nicht lange und Bernd Franco Hoffmann und ich machen uns ganz schnell auf den Weg. Ich freue mich also auf den Wolfsbesuch mit Joost de Bruin, Ulrike de Höfel vom Verein Wolfschutz Deutschland NRW und 2 Menschen, die sich auch schon länger für den Tierschutz einsetzen. Jörg und Gabi Elgeton. Neben ihrem politischen Engagement lerne ich sie als Wolfspaten kennen, die die Auffangstation schon länger besuchen.